Hallöchen Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part von Luigi's Mansion. Heute mal mit ziemlich guter Laune, muss ich sagen. Und bevor ihr euch jetzt wundert, dass ihr Ruhe gelacht habt, ich habe den ganzen Spiel schon neu geladen, da ich den letzten Part nur aufnehmen konnte, nachdem ich dringend weg musste. Und jetzt gibt's wieder volle Luigi's Mansion Action. Und zwar erst bevor wir uns um Ruhe kümmern wir uns um diesen Raum hier. Und ich will eins gesagt haben, wir müssen diesen Raum erledigen, kriegen dann für diesen Raum den, ich zeige hier gerade auf den Bildschirm, wo das jetzt eigentlich sehen könnt, für den oberen Raum, also oben links, im Keller den Schlüssel, kriegen dann den Schlüssel für den unten Raum unten drunter und sind dann auch schon relativ durch. Danach gibt es noch einen Raum, hier oben, und dann ist das vierte Gebiet relativ abgeschlossen. Ich zähle den finalen Boss übrigens als ein eigenes Gebiet. Jedenfalls, hier müssen wir die Geister finden und die sind hier überall versteckt. Und wir wollen aufpassen bei den Dingen hier. Denn, genau, das kann passieren. So, du kommst hier mal her. Oh yeah, du bleibst hier. Oh yeah. Ah, komm her. Na, du entkommst nicht, oder? Komm, kommst du? Na, du entkommst. Glück gehabt, Kollege. Ich bin gespannt, wie sich mein Game verhalten wird, leckmäßig, denn ich hab da so ein bisschen Angst, dass ich hier wirklich so großartigen Lecks kämpfe. Ich glaube, du gehst runter. Au! Und triffst auch noch voll. Falls man es vielleicht ein bisschen hört, ich werde mal kurz dann gleich stehen bleiben und mal kurz schweigen, dass ihr es hören könnt. Und zwar, falls man es nicht wirklich mitbekommt, aber Luigi's so mit der Melodie wird mit jedem Mal in hohe Leben verliert, also je weniger, muss eigentlich sagen, je weniger Leben mehr, umso ängstlicher wird halt das Gesumme auch. Nicht nur dem deine Schreie werden, sondern auch dein Gesumme. Du entkommst mir nicht, Donkey Kong! Oh Gott. Okay. Ich muss gerade sagen, ich war ein bisschen gerade in so einem Scheiße-Zustand. Aber irgendwie haben wir es geschafft, auf die Bananenschale auszurutschen und gleich das Dich doch nicht zu tun. Finde ich ganz lustig. Da kommt nichts. Okay. Das geht auch von hinten, das wusste ich jetzt gar nicht. Komm schon. Da ist ein Herz. Ich will das Herz. Dann halt dich. Oder ich nehme das Herz. Aber ich habe das Gefühl, ich habe hier gerade relative Frame Drops. Die sind gerade mitgefangen. Aber ich kann mich auch gerade nur täuschen. Ich meine, das kann immerhin mal vorkommen. So wie du warst. Du gehst hoffentlich runter. Ah ne, ich habe auch wieder gehabt, den Herr Raum. Ne, da wird schon der Schrei wieder ängstlicher. Okay, du hast auch schon offen. Ich habe dich gemacht. Da kam der Donkey Kong, genau. Das heißt, jetzt haben wir hier noch dieses Ruhen zu öffnen. Ich glaube, irgendeinen gab es sogar viel Geld. So, hab ich doch recht gehabt. Was gibt's hier? Noch mehr Geld. Na komm mal her. Lecker Geld. Das kommt in die Geldsuppe, Mann. Geldscheine? Hallo, Geldscheine, was soll das? Wie viel Staub man hier aufwirbelt? Also, ernsthaft, wenn ich hier einziehen wollen würde, ich würde, glaube ich, einfach das komplette Haus komplett durchsaugen und das wahrscheinlich tagelang. So wie Staub wie hier ist. Oh, hi. Na, was geht, Kollege? Du? Ja, ich sag dir, wo es hingeht. Und zwar in den Staubsauger des Todes. So, hier nehmen wir noch der Schlüssel. Jetzt sieht dafür... viel Geld. Lecker. Lecker Geld. Nee, aber lecker Geld. Der Schlüssel ist, wie gesagt, für unten links im Keller den Raum. Also den oberen linken, so gesehen eigentlich, muss man sagen. Das werden wir auch jetzt hier gleich bestätigt bekommen. Genau. Wie gesagt, sind dann noch zwei Räume. Und jetzt erstmal ist es Zeit, ein bisschen die Hose jagen hier oben. Ich bin der Buerdiger! Haha, du bist der Buerdiger! Ich bin der Luigi! Komm her! Muhahaha. Ich werde dich beerdigen in meinem Staubsauger des Todes! Ey! So, ja, so geht deine Kollege. Du gehst entweder nach links oder nach rechts. Eins von beiden. Ist mir egal. Bei allen Räumen ist hell. Das wollte ich wirklich unbedingt hier oben tun, auf dem Dachboden, auch so im Keller. Erstmal alle Räume aufhellen, bevor wir uns verschleichen mal mit dem Behus. Denn egal wo sie dann kommen hin, außer auf den Gang, ihr habt sie dem die Locke in der Tasche. Und auf dem Gang hauen sie so oder so in irgendeinen hellen Raum wieder dann ab. Also, ihr könnt dann nur gewinnen.
Oh ja, ich hab ein bisschen Lag und Frame Drops. So Schmerz. Ethan? Tatsächlich. Du bist? Der Boomerang kommt zu dir. So, so, der Boomerang. Ich schmeiß den Boomerang und da kommt der Boomerang zurück. Oh, er kommt doch nicht zurück. Boomerang? Ich glaube, ich habe meinen Boomerang verloren. Ach, da ist mein Boomerang. Boomerang, komm her. Wieso kommst du nicht zurück? Ich hab dich geworfen. Komm her. Hey, Boomerang, nein. Boomerang? Boomerang? Hallo? Hey, komm zurück. Och, Menno. Mein Boomerang ist weg. Der war teuer. Der hat mich Geister gekostet. Ja, ich will meinen Boomerang zurück. Sofort. Gebt mir meinen Boomerang. Boomerang. Ah, da ist mein Boomerang. Ganz lustig hier, dieser ist im Standbild. Jetzt sind wir nach rechts. Ich hab dich doch gar nicht dahin geschickt, Boomerang. Ich weiß nicht, wie dieser Boomerang fliegt, aber irgendwie ist das seltsam. Ich meine, ich werf ihn noch nicht mal. Er haut einfach ab. Mario? Armer Boomerang. Der wird fallen gemacht. Und ja, die nächsten Parts werden immer mit Brot, halt auch wenn du enden. Meine Güte, Boomerang! Ich hab dich doch gar nicht so fest geworfen! Und, man merkt schon, es wird eine Qual, diese Buhus hier zu fangen. Warum oh, gerade Boomerang her hier? Ich komm. Ja? Der Typ baut, mag mich schnell offenbar. Du gehst wieder rüber. So geht's mal. Du kannst auch natürlich laufen. Wenn Eis wirklich nur gegen Buhus funktionieren würde, das wäre doch sehr super, ne? Einfach die Buhus einführen und instant einsaugen. Njong! Das wäre ja zu viel des Guten, wenn man die Buhus wie bei Bulottes einfrieren könnte. Hallo? Luigi? Warum hast du dich denn gedreht? Ich verstehe es gerade nicht. Ich bin immer mein Herz drin, ne? Nein. Fuck. Fuck it. Ich brauche Leben. Wenn das so weitergeht. So, du kommst jetzt endlich mal zu deinem Besitzer zurück. Bleib hier, Boomerang. Nein, ich werf dich. Na gut, ich habe dich schon reingeworfen in den Raum. Das ist mir sogar lieber, was am Gang. Das wird jetzt nur eine Ewigkeit dauern. Mario! Mario! Das ist der Boomerang! Ich hab Mario! Boomerang! Ja! Der Boomerang, komm! Nein, hör auf damit abzuhauen! Nein! Oh! Der regt mich so langsam auf, dieser Boomerang! Ich will mein Geld zurück! Das kann ja nicht sein, dieser Boomerang ist voll für den Arsch! Die vom Shopping Center haben mich angelogen! Boomerang, komm zurück! Da! Was bist du, Alter? Ich will mein Geld zurück, Alter. Ich fange ihn ein und wenn ich ihn habe, werde ich ihn zurück ans Shopping Center schicken. Das ist ja voll der Beschiss, dieser Buhu. Der ist Beschiss. Der war so richtig Beschiss. So, dann gucken wir mal. Jetzt aber hier, komm. 60 Leben hast du doch. So schwer kann das euch jetzt sein, echt mal sagen zu lassen. Und nein! Ich hab dich auch gern, Boomerang. Ich hab dich auch gern. Wenigstens sieht vielleicht doch Luigi ein bisschen ab. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, das ist gut für die Figur, die ganze rumrennt. Und jetzt müsste ich gerade im dunklen Fall auf ganz gut. Nö, natürlich krieg ich ihn nicht. Wenn die Tür doch nur wirklich da wäre, dann wird man das irgendwie einfacher machen. Aber nee, ich muss hin und her und hin und her. Wenn er wenigstens in den Raum hier abhauen würde, wo eigentlich herkommt. Ja, wie gesagt, der Typ kriegt mich langsam auf, der kommt mir mit Kern, wie viel Leben hier. Aber jeder kommt mit noch 0 HP durch die Wand, sowas. Nee, doch nicht. Wär's jetzt noch gewesen, hätte ich den zweiten gehabt. Der springt hier noch? Hier ist ein Buhu? Ach ja, jetzt war der auch auf dem Antrag. Ich bin dumm. Hier drin? Nee. Oh nein, ich hab den. Und du bist? Wetterbu! Sag mal Wetterbu, wie ist heute das Wetter? Ist es heute regnerisch? Ist es sonnig oder sonstiges? Oder ist es heute voller Buhus? Voll trollender Buhu, meine. Trolli! Siehst du? Glitchbu schlägt zu! Wo ist der Glitchbu?
stimmt eigentlich. Ich glaube, es gibt kein Boot, der Glitchboo heißt. Und der wird eigentlich voll reinpassen gerade. Ich meine, die glitschen sich hier gerade wieder mal durch die Gegend. Das ist schon, glaube ich, der zweite Boo, der hier rumglitscht. Mit der Wand. Danke. Wenn die wenigstens die mal hingehen würden und würden dann auf den Gang rausfliegen. Nein, die fliegen immer in den Gang. Die sollen mal in die anderen Räume fliegen. Ich meine, da ist doch so viel schön Licht. Ja, hier gibt es auch noch ein Boo. Und ich glaube, ich kriege keine zwei raus. Oh, komm schon! Nein! Oh! Ich krieg einen Koller! Leute, ich treff den! Ich hab den getroffen, ohne ihn zu sehen. Herz! Noch ein Herz! Oh! Give me the love! Nein, das dritte. Da. Gib her. Komm her. Komm her. Nein. Oh, Staubsauger, was kannst du eigentlich? Oh, hi. Ja, das war auch recht. Das ist... Ich dachte, solange wenn du dort auf den Gang abhaust, ist mir das alles recht. Na, komm her, du. Ich bin ein Buhu-Jäger, Mann. Ich will immer noch einen Glitchboo haben. Und wenn es sein muss, erschaffst du meinen eigenen Glitchboo. Dann mach ich mir einen heimlichen 51. Buhu und dann den Glitchboo. Dann mache ich voll den Luigi's Mansion Hack und so. Gibt dann 51 Buhu und der 51. gibt euch dann automatisch 95 Milliarden G und so. Habt das davon jetzt, ey. Nur weil der Glitchboo heißt. Der lässt dann so einen riesigen Edelstein-Scheiß fallen. So. Damit haben wir jetzt 3 Boos eingesaugt und innerhalb von 12 Minuten, ja, es geht eigentlich für nur 4 Minuten. Der eine hat aber auch so viel Scheiß, mit dieser scheiß Boomerang. Den haben wir jetzt hier und von da drüben. Müsste es hier noch, glaube ich? Den haben wir auch geholt. Ja, den haben wir. Dann müsste es noch im Vasenraum einer sein. Ja, da ist noch einer. Gucken, wo der sich versteckt. Sag mal, als Absuchen an den Vasen. Ja, der war schön. Hier. Oh, da ist er drin. Tambourin, hörst du die Glocken? Tambourin und Glocken? Also, nee, ich hätte jetzt eher auf, ja, Trampolin getippt, aber auf Leute, die Glocken? Leute, die Glocken? What the fuck laberst du? Ich geb dir gleich die Glocken, Alter. Hier, friss die Glocken von Luigi. Was ist dein Problem da hinten, Alter? Ja, frisst deine Bombe und schmeiß sie woanders hin. Ich geb einen Scheiß auf dich, Mann. Rüstungskammer. So. Aber die haben ja relativ weniger Leben, als ich dachte. Nein! Bleib da! Oh, hi. Ich weiß, der hat so da dran gesehen, ich hab trotzdem irgendwie noch erwischt. Hallo? Hey, komm zurück. Ist der jetzt da oben drin? Der ist nach links durch die Wand. Okay, der ist hier oben. Jetzt aber. Nur jetzt schieße ich wieder ein bisschen Leben ab. Nein. Nein! Oh. Wieso drehe ich eigentlich Reaching Lean nach rechts? Ich verstehe das nicht. Na egal, aber das werden wir irgendwie schon in den Krieg mit dem Büro hier. Ich meine, wir sind der Geisterjäger Luigi. Und der Schreck ist unglaublich stark. Nee. Nein! Okay, diesmal aber. Komm. 60 Leben. Okay, der wird wahrscheinlich wieder entkommen. Aber wenigstens ist er relativ vorgeschwächt. Und wenn ich Glück habe, und den hier Raum hier dann runter und nicht wieder nach links irgendwie auf so einen Gang. Mal gucken, ob ich das jetzt verhindern kann, dass er nach links geht. Au! Na komm. Oh. Ich will sagen, wenn der mit 0 HP durch die Wand gekommen ist. Das wäre so geil. Hätte ich das weiter, lebt es wieder. Damit. Nein, mit 3. Hm. Mit der Querzahl auch noch, glaube ich. Ich glaube, es war eine Querzahl. So, das hebt uns auf 5 Berufs. Warte, was sind 5 Berufs? Habe ich was falsch gerechnet? Moment. 1, 2, 3, 4. Hier oben habe ich schon gut. Da ist der nächste. 6. 8, 9.
Also bin ich bei 45. Da wäre der 46. 47 und 48. Ach ja, im Keller habe ich ja zwei noch nicht geholt. Okay. Stimmt, okay, jetzt passt. Passt. Die zwei hellen Räume im Keller habe ich schon nichts gemacht, weil ich ja erst die anderen Räume hellen wollte. Gut. Was ist dein Problem, Alter? Meine Güte, der nervt die Menschheit. Ja, ich weiß, du hast ein bisschen wenig Leben, Luigi. Dann würde ich sagen, ja, bevor ich später großartig da rummache wegen dem Keller. Der Keller ist eh eigentlich schlimmer als der Dachboden, was die Buße angeht. Denn im besten Fall darf man sich durch den staubigen Raum wieder durchschlagen und es ist halt so ätzend. Es ist wirklich so richtig ätzend, finde ich persönlich. Aber die Belohnung von dem Buß will ich haben. Und da nehme ich das gerne in Kauf. Das dürfte sogar hinbekommen, dass wir eventuell im nächsten Part alles abschließen. Aber nur eventuell. Und dann im Part danach könnte man sich auch schon König Buhu widmen. Das wäre nach 13 Minuten Parts, Alter. Das wäre dann sogar das kürzeste Luigi's Mansion-LP, das ich jetzt zumindest im Kopf habe. Das will ich später damit angeben, ja, aber ich glaube, es wäre sogar wirklich so. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich bin jetzt im Part 11, habe 45 Buhu. Es fehlen noch zwei Räume, die wir machen müssten. Würde ich auf jeden Buhu hier unten im Keller, bevor der Gebietsboss kommt, würde ich dann drauf scheißen, eigentlich so gesagt. Ja, hier ist natürlich noch einer. Den wollte ich jetzt komplett frei. Dann gehen wir hier hoch. Zum Glück gibt es hier oben diese komischen, diese Plattendinger. Da kann man sich ein bisschen einfacher machen. Muss man nicht jedes Mal den Staub komplett wegwischen. So, hier oben links. Die Tür da ist für uns interessant, denn da kommen wir erst am Ende. Ah, das war dieser Raum. Ja, zum Glück habe ich noch Eis dabei. Oh, ein Triple Man! Ich rutsche! Aua! Ich hab den einen erwischt. Wieso? Warte, Baby. Wieso hab ich den erwischt? Komm mal her, du. Abwarten. Hier treffst du jetzt hier ein bisschen so viel. Und damit haben wir jetzt. Was macht das? Aber um die Truhe, die sie hier zu finden, müssen wir hier drehen. Und. Voilà! Guck mal. Ich dachte gerade, die wäre schwarz gewesen, aber nein, die ist laut, war durch das Wasser. Ja, ich habe den Buhlachen gehört. Ich finde übrigens den nächsten Raum ein bisschen, ja, ätzend. Aber es gibt eine sehr lustige Aktion mit dem Schlüssel, muss ich zugeben. Ich würde sagen, den machen wir sogar jetzt auch noch. Dann haben wir es jetzt hinter uns, dann können wir im nächsten Party Buhus machen. Ohne Stress. Nicht rutschen. Ja, Buhu, du hast zu warten. Tut mir leid. Der fuckt, ich hab Bock auf dich, der fürchtet sich mit mir. Ich nehme nur so, no. Dein Tod, wat? Oh, man sieht schon, hier ist es schön eisig. Ich nehme das Fall mit. Ach ja, es war riesig. Und zwar, feuern, Feuer. Der Rage ist hier rum. Also? Heiß! Autsch, verdammt! Das ist viel zu heiß! Ich werde diese Hitze kochen! Ich werde sie schmelzen! Hast du diese Feier entfacht? Was hast du dir mal gedacht, ey? Wenn jemand in diese Villa ein Feuer entzündet, sollte er sich auf die Konsequenzen gemacht! Blabla. Und jetzt lernt deine Lektion, du Wicht! Welche Lektion? Der Typ ist richtig asozial, finde ich auch noch. Oder musste man es einfach nur durchschalten jetzt? Ich glaube, man muss hier durchschalten. Da sieht der Boden hier richtig glitschig und. Mir wurde schon gesagt, ich sollte versuchen, einen Goldrahmen zu machen. Ich dachte mir bei dem Typen nur, als er mir das gesagt hatte. Are you fucking serious? Oder musste ich das schmelzen? Ich probier's mal einfach. Ich probier's mal aus. Ja, tatsächlich. Man konnte es schmelzen. Ich musste. Ja, sieht man schon, der rutscht hier relativ mit und das ist deswegen meiner Meinung nach richtig asozial, den Typen hier auf Gold zu machen. Okay, das war jetzt nicht geplant. Mal gucken. Ich werde den jetzt aber noch holen. Den haben wir jetzt rotiert, also holen wir uns.
So, toter Mann. Komm her! Ach, das meinte ich, das ist so asozial. Das wird ein Bronze, das wird sehr schon klar, weil man hat zwei Versuche, durch jemanden in den Silberrahmen zu kommen, an jeden Geist und. Komm her! Da rutsche ich mich extremst, man merkt's, aber ich habe ein bisschen schon mit wieder abgezogen, das war ganz gut. Vier Perlen, ja. Komm! Ja, wie gesagt, ich habe Probleme mit dem Geist hier. Der ist mich. Ich habe den noch nie auf Gold geschafft. Das ist doch meine unbedingte Möglichkeit. Also, wenn den jemand auf Gold schafft, bitte. Irgendwo zeigen, wie das funktioniert, das macht oder so weiter. Also. Oh, komm schon, drei! Mit drei Leben, Mann! Ich will doch nicht verfacken, aber nö. Ich muss einen saugen. So. Und jetzt kommt meine Lieblingsanimation in diesem Spiel. Achtung, guckt euch an. Achtung. Warte, weites Verschwinden einfach sagen. Achtung, und. Na komm schon, Luigi. Hol den Schlüssel jetzt. Luigi! Luigi, komm schon. Achtung, und. Und. Oh, so, und da haben wir schon den Schlüssel wieder da oben. So, im nächsten Part kümmern wir uns dann um die restlichen Uhus. Ich hange drin mit dem Ding, dann ist das schnell gemacht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier wieder. Bis. Ciao. Ach, guck mal, wie er da zittert. Oh.